Ja, bei mir ist Larissa Stampfli, Captain vom FC Erlinsbach. Larissa hat 5-2 gewonnen gegen Bremgarten. Lass vermuten, dass es eigentlich relativ klar war. Wie hast du den Spielverlauf gesehen? Ja, wir sind gerade gut ins Spiel gekommen. Das hat sicher geholfen. Aber es ist sicher, also sie sind immer dran gewesen und es hat auf jeden Fall auch kehren können. Mhm. Ich bin froh, dass 5-2 gekommen ist und wir wirklich den Sack können zumachen. Mhm. Und wo siehst du grundlegend den Grund für diesen Erfolg? Es hat den Ausschlag gegeben, dass es schlussendlich doch so klar gelangt hat für den Köpsig? Wir haben allgemein wirklich eine super Saison gehabt. Wir haben das letzte Mal verloren im letzten Cup-Final. Wir haben da jetzt natürlich nicht wieder auf ein Cup-Final legen. Und jetzt haben wir einfach, wir haben gewusst, wenn wir das können abrufen, das Potenzial können abrufen, dann kommt es gut. Und da ist es gelungen und es ist super, cool. Ja, und jetzt habt ihr das geschafft, jetzt habt ihr den Pokal geholt. Jetzt nehme ich an, tun ihr noch etwas fester miteinander oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, jetzt gehen wir zurück auf Erlinsbach. Wir sind ja gerade heimatlos, weil bauen wird im Moment bei uns. Aber wir haben schon einen Ort, wir haben Schützenhäuschen gemietet und wird schon noch ein bisschen gefestigt. Wird spät heute wahrscheinlich, ja? Das könnte sein. In dem Fall gratuliere nochmal und alles Danke Gute. Mach's gut. Danke. Tschüss.